Guten Tag, Bormann, Lehrer in Berlin. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, Frau Göring-Eckardt leidet an Covid-19. Stimmt nicht? Die hat nur den SARS-CoV-2-Erreger und ihr geht es den Umständen entsprechend gut? Naja, Sie wissen doch, wenn man eine Schlagzeile produziert, dann muss man die ein bisschen aufschäumen, dann muss sie ein bisschen schockieren, dann muss sie die Leute aufregen, in Panik und Angst versetzen und ja, dann kann man verkaufen, ne? Nachrichten. In der gleichen Zeitung las ich heute Morgen irgendwie 700 Leute in Berlin, also ungefähr, ne, an Corona verstorben. Ich habe das schon diverse Male in anderen Videos gesagt, dass diese Formulierung so nicht stimmt. An oder mit ist nämlich etwas völlig anderes. Ob sie an Covid-19 verstorben sind, kann man nur in der Pathologie feststellen. Aber hier in Berlin werden diese Patienten nicht auseinandergenommen und werden auch nicht sauber zu den entsprechenden Kategorien zugeordnet, wo sie eigentlich hingehören. Ja? Was weiß ich, Lungenentzündung, Herzinfarkte, Krebspatienten, Gehirntumore, was das da alles gibt an wirklich Schwerkranken, die häufig sterben, leider auch an Krankenhauskeimen. Das kommt schon vor, ja, selbst mit einem Beinbruch. Eine der häufigsten Todesursachen bei Alten, glaube ich, in der Stadt, ne? Also in Berlin sowieso, weil wenn Sie sich angucken, wie die Gehwege aussehen, da stolpert man alle 3 Meter über irgendeinen Scheiß, der da nicht hingehört. Wenn jemand also im hohen Alter mit einem Beinbruch im Krankenhaus landet und er fängt sich da einen Krankenhauskeim ein, dann endet das meistens irgendwie auf der Intensivstation mit einer Lungenentzündung. Und wenn solche Leute sich dann hier zufällig noch einen SARS-CoV-2-Erreger zuziehen, dann stehen sie jetzt plötzlich bei uns in der Zeitung als mit Corona, nein, falsch formuliert, an Corona Gestorbene. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also, wenn sie mit einem Virus sterben, ist das nicht die Todesursache. Dass es immer noch so gezählt wird, das ist bloße Willkür. Das ist nicht die Bohne Wissenschaft und dazu stehe ich, zu dieser Aussage. So kann man das nicht machen, so macht man das nicht und ich bitte um Korrektur. Sämtliche Medien, die permanent falsch über Infizierte berichten, die permanent falsch über Corona-Tote berichten, ich bitte um Korrektur. Ich möchte wirklich wissen, wer an Corona gestorben ist und nicht mit. Ja? Auch wenn sie anschreiben, meinen sie häufig mit. Sie haben nicht richtig gezählt. So, und warum hat Frau Göring-Eckardt eigentlich überhaupt jetzt diesen Virus? Hat sie sich nicht gehalten an die Auflagen? Hat sie nicht genügend Abstand gehalten? Hat sie keine Maske getragen? Hat sie Leute besucht, die sie nicht besuchen durfte? Wem hat sie jetzt da gegenüber Rechenschaft abzuliefern? Wenn ich als Lehrer positiv wäre, würde man mich das fragen. Wo haben Sie denn das her? Wie haben Sie sich denn angesteckt? Da sind wir doch sehr neugierig. Also Frau Göring-Eckardt, packen Sie mal aus. Woher haben Sie diesen Virus? Glauben Sie, dass die Maßnahmen nicht ausreichend waren, die Sie da für sich selbst praktiziert haben? Haben Sie dagegen verstoßen, gegen das, was allgemein üblich ist? Die Bevölkerung hat es schon lange satt, sich diesen Scheiß hier mit anzugucken, den sie da oben fabrizieren. Ja? Das erzählen sie uns nicht auch noch, das war alles in Ordnung. Es ist schon lange nichts mehr hier in Ordnung, gar nichts.